Ich kann nichts anderes tun, als wirklich Beifall zu klatschen, denn am Wochenende von der Nacht von Sonntag auf Montag, den 5. März, ging AEWs Event Revolution über die Bühne. Und wie ihr schon an meiner kleinen Einleitung seht, ich fand ihn wirklich großartig. Aber dazu gleich mehr. Ja, der Aufbau zu diesem Event war leider sehr mäßig. AEW generiert gerade unglaublich tolle TV-Matches, sogar eher Pay-per-View-qualitativ hochwertige TV-Matches. Aber in Sachen Storytelling, in Sachen große Momente schaffen, ja, das haben sie schon seit geraumer Zeit nicht mehr wirklich geschafft. Haben sie es jetzt mit diesem Pay-per-View geschafft? Irgendwie ja, auch wenn man eher sagen muss, dass wieder nur das In-Ring-Produkt überzeugt hat. Aber dafür sind ja Pay-per-Views da. Da ist nicht viel mit Storytelling, sondern wirklich Momente schaffen, großartige Matches kreieren und dadurch ergibt sich dann quasi alles Weitere. Und ja, der Pay-per-View hat es geschafft, AEW ein, ja, vielleicht ein neues Hype-Level zu generieren. Das hat AEW bisher im Laufe des Jahres noch nicht geschafft. Aber weil dieser Event wirklich von allen Seiten, von allen Kritikern, von allen Observern, wie auch immer, gelobt wird und alle irgendwie begeistert waren über das Iron Man Match, so wie ich auch, möchte ich heute ein bisschen darüber reden. Ja, die Kulisse war San Francisco vor ungefähr knapp 10.000 Fans, war also gut gefüllt. Ich glaube, sie haben auch einen kleinen Rekord aufgestellt. Ich bin mir nicht sicher für ein Wrestling-Event in dieser Stadt, in dieser Arena. Leider gab es keine Custom Stage. Das finde ich immer sehr schade. Ich hätte mir gerne, gerade wenn AEW nur 4, 5 Pay-Per-Views im Jahr hat, dass sie eine individuelle Pay-Per-View-Theme Custom Stage also haben und nicht ihre ganz normale Rampage und Dynamite Stage. Sehr, sehr schade, aber sei es drum. Was ich auch noch sehr schade finde, ist, dass AEW es immer noch nicht schafft, ein vernünftiges Intro rauszuhauen oder vernünftige Videopackages. Lediglich zum Main Event gab es ein Videopackage, was aber auch nur dahingerotzt aussah. Sehr, sehr schade, da ist WWE meilenweit voraus. Da kann sich AEW eigentlich eine Scheibe von abschneiden. Auch hier zwischen, es gab Jack Perry und Christian Cage, da gab es eigentlich so viel Geschichte, so viele emotionale Story-Elemente mit dem Vater Luke Perry, der vor ein paar Jahren verstorben ist, ein berühmter Schauspieler, der eigentlich ja quasi ein ganz, ganz großer Faktor war in dieser Fehde. Und das hätte man in einem Videopackage schön nochmal aufrollen können, aber nichts da. Wirklich nur die Kämpfe. Klar, die Kommentatoren sind da, um alles nochmal irgendwie zu kommentieren, die ganze Geschichte, das machen sie auch grundsätzlich gut, aber ich habe immer eher sowas Visuelles, denn ich konzentriere mich weniger auf die Kommentatoren. Aber nun gut, das ist trotzdem Meckern auf hohem Niveau, denn es geht letztendlich um das In-Ring-Produkt und da hat AEW wieder abgeliefert. AEW at its finest, würde ich schon sagen. Wirklich eine ganz, ganz starke Nummer. Und deswegen fangen wir an mit dem ersten Match Ricky Starks gegen Chris Jericho als Opener. Ein ganz normales Single-Match hat hier Ricky Starks gewonnen und er ist somit einer der wenigen Männer, der Chris Jericho zweimal besiegen konnte in Singles Competition. Die Fans waren sowieso den ganzen Abend dabei, außer bei ein, zwei Matches, dazu komme ich später. Ricky Starks geht hier over, wird weiterhin gepusht. Das war die richtige Entscheidung. Das Match war sauber, flüssig, keine Fuck-ups, richtig schönes Match, worauf alle anderen Matches aufbauen konnten. Sie haben quasi also die Basis gelegt in einem Opener und das war, ich habe nichts wirklich auszusetzen. Natürlich war es kein Fünf-Sterne-Match, soll es aber auch nicht sein. Denn alles, was danach kommt, sollte eigentlich mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser sein als das erste Match. Hier gab es 3 1/4 Sterne von mir. Das zweite Match war dann das Burial-Match sozusagen oder ein Buried-Alive-Match zwischen Christian Cage und Jack Perry. Wie gesagt, lange Fehde. Christian Cage war auch verletzt. Deswegen hat sich die Fehde sehr, sehr gezogen. Und wenn das hier der finale Showdown gewesen ist, dann hier Daumen nach oben. Das war ein richtig, richtig schöner, harter Brawl. Nicht so viel mit Hardcore- oder Deathmatch-Elementen, was später kommt. Und dann komme ich auch gleich wieder darauf, was AEW so gut macht, gerade bei Pay-per-Views. Kein Match ähnelt den anderen. Also das zweite Match hat sich komplett abgehoben, sozusagen von dem ersten und auch von dem dritten und auch von dem fünften und sechsten. Und das ging so weiter. Jedes Match stand für sich rein individuell. Und das finde ich immer
ganz, ganz toll bei AEW. Und hier gab es, wie gesagt, einen harten Brawl, den Jack Perry für sich entscheiden konnte und Christian Cage in einen Sarg verfrachtet hat. Und dann, als er den Deckel zugemacht hat, kurz nachdem er ihn quasi einen wirklich knallharten Concerto verpasst hatte, wirklich einer der härtesten Concertos wahrscheinlich, hat Jack Perry quasi das Match und die Story, die Fehde gewonnen und der Sarg stürzte dann quasi auch in so eine, keine Ahnung, Kellergewölbe, wie auch immer. War ein cooler Moment, war auch sehr emotional. Jack Perry hat endlich durchgezogen, das war ja so sein Problem. Er ist hier, hat eine Grenze überschritten, die er eigentlich nicht überschreiten wollte. Das war quasi die Story. Ja, ich kann nicht anders sagen, als dass es wirklich richtig gut gewesen ist. 3,5 Sterne für dieses Match. Das dritte Match war dann wieder ein ganz anderes Match, und zwar das Trios-Match. Das 6-Mann-Tag-Team-Match um die Trios-Gürtel, die Elite gegen House of Black. Ich sag's kurz um, ich bin kein wirklicher Fan mehr von die Elite, denn ich möchte Omega einfach da raus haben. Er ist so viel besser im Singles-Competition. Er hat so viel mehr Präsenz, wenn er einzeln wrestelt. Das hat man gerade wieder in diesem Jahr bei New Japan Pro Wrestling gesehen, Wrestle Kingdom, wo er ein 6-Sterne-Match gewrestelt hat gegen Ospreay. Und hier wird er einfach in AEW wirklich leider in eine Ecke gedrängt, wo er nicht hingehört. Wird versauert letztendlich mit den Young Bucks. Ich kann ja verstehen, dass es Best Friends sind und so weiter. Aber ich finde, der hat nichts in diesem Team mehr verloren. Der kann so viel mehr reißen. Ja, und deswegen stört es mich auch gar nicht, dass House of Black hier gewonnen hat. Ja, sie sind jetzt Trios Tag Team Champions. Und das Match an sich war auch wieder natürlich sehr choreografiert. Darauf muss man stehen. Ich stehe darauf. Ich feiere dieses Wrestling auch ab. Und auch hier, das dritte Match war wieder völlig anders als die ersten zwei Matches. Hier fließt alles ineinander weg. So dieses typische Young Bucks Tag Team Gewrestle, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ist nicht für jedermann, aber ich finde das ganz gut. Das ist auch Popcorn Wrestling auf einem ganz anderen Niveau, das, was wir quasi früher gewohnt sind. Und hier gehen House of Black over, sind jetzt Champions. Ich hoffe, dass es jetzt für Omega und die Elite generell war. Ich möchte ihn da einfach raus haben. Ich würde dieses Match auch höher bewerten, wenn es eins der ersten Trios-Matches gewesen wäre, was ich jemals gesehen hätte. Allerdings hat AEW diese Kunstform schon fast so perfektioniert, dass es für mich alles nicht mehr neu gewesen ist. Das Match bekommt immer noch von mir 3,75 Sterne, bis zu diesem Zeitpunkt das beste Match des Abends. Aber hätte ich das vor einem Jahr gesehen oder anderthalb Jahren oder so, hätte ich das da, glaube ich, wirklich 4,5 Sterne gegeben. Allerdings ist man das schon wirklich gewohnt. Das ist wirklich auf allem gleichbleibenden Niveau, diese Matches, mal höher, mal niedriger. Aber so grundsätzlich ist die Basis, die Struktur immer dieselbe. Und deswegen, es war gut, keine Frage, aber hat man schon häufiger gesehen. 3,75 Sterne von meiner Seite aus und die richtige Entscheidung, House of Black hier rübergehen zu lassen. Das vierte Match war dann, wenn ich mich nicht irre, Ruby Soho gegen Saraya gegen Jamie Hayter um den Titel, den Jamie Hayter hat. Ruby Soho steht da gerade so zwischen den Stühlen. Ich finde die Story eigentlich ganz cool, die AEW Originals gegen die hinzukommenden Damen aus einer anderen großen Mainstream-Liga, Saraya, ehemalig Paige und Toni Storm, und Ruby Soho steht so ein bisschen dazwischen, die kam ja schon früher quasi zu AEW, würde also mehr zu den AEW Originals stehen, obwohl sie keine ist, oder sie steht halt bei den anderen, und hier heute an diesem Abend quasi hat sich herausgestellt, ja, sie steht nicht zu den AEW Originals, aber dazu gleich mehr. Das Match war auch relativ flüssig. Für mich das beste Match von Saraya. Ihr Run ist ja so ein bisschen auch mäßig, so wie der ganze Aufbau des Pay-Per-Views. Bisher hat sie mich noch nicht so überzeugen können. Hier war sie wirklich im Flow. Das hat sie aber auch den zwei anderen Damen zu verdanken. Das einzige Manko in diesem Match war, dass es zu schnell vorbei war. Deswegen gibt es hier an der Stelle nur 3 Sterne. Da wäre mehr drin gewesen. Aber es war letztendlich nur ein storybasiertes Match. Das danach war wichtig. Das Match selbst war gar nicht so wichtig. Jamie Hayter geht hier over, wollen feiern. Britt Baker und Jamie Hayter werden noch attackiert von Saraya. Ruby Soho macht den Save. Und so
dann, als es aussah, dass die alle drei quasi jetzt feiern und Ruby Soho sich endlich entschieden hat, gibt's den Twist, gibt's den Turn. Die drei, Ruby Soho, Soraya und Toni Storm machen die AEW Originals fertig, besprühen sie dann noch mit dieser komischen Farbdose. Und wir haben quasi ein Stable. Und ich finde diese Story wirklich, wirklich gut. Das erinnert mich auch so ein bisschen an so Main Event Mafia damals bei TNA. Schaut gerne mal rein, recherchiert und dann wisst ihr, was ich meine. Mir gefällt's. Ich hoffe, das geht so weiter und dass ich auch noch mehr AEW Originals finden und vielleicht zu einem ganz großen, weiß nicht, 5 gegen 5 Wargames der Frauen sich entwickelt. Ich bin gespannt, wie es dahin weitergeht. Das fünfte Match war dann Jon Moxley gegen Hangman Adam Page. Ihr viertes Aufeinandertreffen, glaube ich, in einem Texas Deathmatch. Hier zählt derjenige, der verliert, muss quasi zur Aufgabe gezwungen werden oder bis zum Ten Count angezählt werden. Sehr harte Fehde, bisher immer nur aber trotzdem unter gewissen Regelwerken des Singles-Matches sozusagen. Hangman hat eine Gehirnerschütterung bekommen, storybasiert hat auch ein Jon Moxley eine Gehirnerschütterung bekommen. Die haben sich da schon echt dreckig gegeben und hier gab es quasi das große Finale. Keine Regeln, ein Match auf beide zugeschnitten sozusagen. Texas steht quasi für Hangman und Death steht für Jon Moxley, kann man sagen. Und sie haben ein großartiges Deathmatch, ein mainstreamiges Deathmatch abgeliefert. Was meine ich mit Mainstream? Mainstream, weil alles relativ safe geworkt war. Das war jetzt nicht so brutal, dass es so gar nicht mehr geht, was man wirklich, oh mein Gott, also wie im Independent-Bereich oder so à la Backyard-Wrestling, das bekommt immer so einen ganz fahren Beigeschmack. Das hatte AEW auch schon mal geschafft, diesen fahren Beigeschmack zu haben und zu generieren, aber hier haben sie es wirklich perfektioniert. Das hat mich so ein bisschen an das Lights-Out-Match erinnert zwischen Moxley und Kenny Omega damals. Ich fand das hier, glaube ich, einen Ticken besser. Ich weiß nicht mehr so genau. Die Intensität war da. Beide Männer haben wirklich hart geworkt. Und es war auch brutal. Wirklich, es war echt arschbrutal. Hier gab es Ketten, Steine, Stacheldrahtbretter, stacheldrahtumwickelte Stühle, eine Gabel, alles, was man sich so irgendwie vorstellen kann in einem Deathmatch, kam hier zum Einsatz. Lediglich Feuer vielleicht hat gefehlt, okay, sei es drum. Aber sie haben es sich dreckig gegeben und Jon Moxley wurde zur Aufgabe gezwungen, weil Hangman Adam Page ihn mit einer Kette quasi aufgehangen hat. Hangman, versteht ihr? Ja. Und gibt ihm quasi einen wirklich einen großen Push, indem er quasi clean verliert, wenn man von clean sprechen kann in so einer Matchart. Hangman geht hier over wirklich gestärkt aus dieser Fehde, fand ich großartig, fand ich wirklich, wirklich toll. War ein Fan von diesem Match und deswegen würde ich hier auf eine Wertung, gerade weil auch der Richtige gewonnen hat, meiner Meinung nach, und er und der Hangman elevated wurde, würde ich hier 4¼ Sterne geben. Das war ein fantastisches Deathmatch. Dann ging es weiter mit Wardlow gegen Samoa Joe, glaube ich, um den TNT Championship. Ich mag ja Samoa Joes Charakter gerade quasi als der King of Television, weil er ja zwei Gürtel hält, einmal von Ring of Honor und einmal von AEW. Mit Wardlow werde ich immer noch nicht so ganz warm. Ich glaube, da geht's auch einigen so. Und an diesem Abend hat man es auch gemerkt. Das kann an der Struktur des Pay-Per-Views gelegen haben. Ich denke, das war auch so. Denn die Fans waren da erstmal K.O. und mussten durchatmen. Ich fand, das war aber nicht gerade das richtige Match, dass das Publikum durchatmen sollte. Das war eher quasi das nächste Match. Ich fand Wardlow und Samoa Joe eigentlich zu wichtig und dadurch habe ich es halt überhaupt nicht gefühlt. Auch der Titelwechsel. Wardlow hat hier Samoa Joe besiegt, ist jetzt wieder TNT Champion. Ja, war okay, ich gebe dem Match 2,5 Sterne, da wäre mehr drin gewesen, hätte das Publikum mehr Interesse gezeigt, würde ich sogar noch ein bisschen hochgehen, aber so war es wirklich sehr lauwarm. Schade. Das nächste Match war dann das Comedy-Match des Abends und zwar Guns, The Acclaimed, Jeff Jarrett und Jay Lethal, alle waren irgendwie so am Start. Das Match, darüber muss man jetzt nicht groß reden, die Guns gehen hier over, die Tag Team Champions wollten danach eine Promo halten und FTR, die vorher von den Guns abgefertigt wurden, wo ja auch im Raum steht, okay, gehen sie wieder zur WWE,
laufen die Verträge aus und so weiter und so fort, feiern quasi wieder ihre Rückkehr, die Fans rasten aus, die verprügeln ganz. Hier gibt es also die nächste Tag-Team-Fehde. Freue ich mich sehr drüber. Ich gebe dem Match 2/3 Sterne, weil es mir einen Ticken besser gefallen hat als Samoa Joe und Wardlow, weil das Publikum mehr involviert war wieder. Ja, es war ein Comedy-Match, aber der sportliche Aspekt war ebenfalls vorhanden. Ich bin nicht der allergrößte Fan dieser Matchart. Ich bin auch wirklich nicht der größte Fan von so Comedy-Elementen. Mach das weg und ich hätte 3 Sterne gegeben. Aber sei es drum, das Match wollte nicht mehr sein als das. Und deswegen ist das völlig in Ordnung. Wie gesagt, kein einziger wirkliche Stinker dabei an diesem Abend. Auch Samoa Joe und Wardlow war kein Stinker, definitiv nicht. Dann kamen wir zu dem allerletzten Match. Und zwar das 60-Minuten Ironman-Match zwischen Bryan Danielson und MJF. Und was soll ich sagen, es ist das beste Ironman-Match in der Geschichte. Ich habe noch nie ein besseres gesehen. Ich habe wirklich alle gesehen, von Lesnar bis Kurt, von die ganzen Ric Flair-Matches, Rock und Triple H, wie sie alle heißen. Aber keins hat mich bisher so gefesselt und war so intensiv und wrestlerisch auf so hohem Niveau, ohne irgendeine langweilige Phase zu haben, wie dieses Match hier. Und das in der heutigen Ära, in der heutigen Zeit, wo die Aufmerksamkeitsspanne immer mehr nachlässt, auch wissenschaftlich bewiesen. Beide lieferten hier ihr persönliches Meisterwerk ab. Ich glaube nicht, dass Bryan Danielson, ich hoffe es natürlich, aber ich glaube nicht, dass er dieses Match hier noch jemals toppen wird. Als er zu AEW kam, hat er sich ja quasi auch eine Reputation aufgebaut, dass er jede Woche wirklich das beste Match rausholt gegen ja, und auch die Fehde war quasi ja so konstruiert, dass er erstmal viele Matches abliefern muss und die waren auch alle wirklich großartig. Hat es zur Story beigetragen? Ich weiß nicht. Gerade die letzten 2 Wochen hat die Fehde ein bisschen mehr an Fahrt gewonnen, einfach weil sie mehr erzählt haben, mehr Promos geliefert haben, mehr Story mit drin war und weniger Matches. Und das kulminierte einfach zu diesem 60 Minuten Ironman-Match. Die Fehde an sich war auch sehr unfokussiert. Was meine ich damit? Weil ich nicht wusste, worum geht's denn jetzt eigentlich? Geht es jetzt um den Gürtel? Geht es jetzt um, dass William Regal krankenhausreif geschlagen wurde von MJF? Geht es jetzt darum, dass Bryan Danielson MJF und aller Welt zeigen möchte, dass er nicht so ein guter Wrestler ist, dass er nicht so eine Stamina hat, dass er nicht so eine Ausdauer hat, dass er einfach nur ein Großmaul ist? Geht es jetzt um irgendwas Persönliches, dass MJF irgendwie seine Freundin irgendwie verloren hat und dass Bryan Danielson eine Familie hat und Gehirnerschütterung hatte und trotzdem immer noch wrestelt und quasi ihm das Wichtigste ist, obwohl eigentlich ja die Familie im Vordergrund stehen sollte und all diese Sachen. Das war so unfokussiert. Das waren quasi 3, 4, 5 Story-Elemente, wo man eigentlich 3, 4, 5 verschiedene einzelne Stories weben kann, war alles quasi hier in einen gepackt. Das war sehr, sehr komisch. Tut aber dem Match keinen Abbruch, denn das Match war fantastisch und hat hier auch eigentlich beide elevated, aber natürlich mehr MJF, der hier overgeht. Er besiegt Daniel Bryan bzw. Bryan Danielson in der Verlängerung, ich glaube in der 67. Minute. Am Ende stand es also 4-3 und auch hier, man kann dieses Match gerne so in Blöcken unterteilen. Hier gab es ganz viele verschiedene Stile, ob nun Crabbling, Submission, Abtasten, harte Moves, also so Big Moves und oder auch ja ganz kleine Hardcore-Elemente in dem Sinne, dass MJF von einem Turnbuckle mit einem Elbow durch den Tisch gesprungen ist und dann noch einen Tombstone nachgesetzt hat durch den Tisch. Das war wirklich ganz, ganz große Klasse. Und auch die Parallelen zwischen diesen beiden Figuren, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Irgendwann am Ende, ich glaube in den letzten 5 Minuten oder in den letzten 10 Minuten, prügeln sie sich wirklich die Scheiße raus und dann sind sie total erschöpft, sozusagen Kopf an Kopf liegen sie da an der jeweiligen Schulter des anderen. Und ein Bryan Danielson feiert es total, lacht, hat so ein fieses Lachen und schwepp, andere Kamera und MJF ist nur am Heulen. Und dann geht's wieder hoch und dann prügeln sie sich weiter. Es war wirklich das Meisterwerk von beiden. Ich habe noch kein besseres Match von beiden jeweils gesehen. Und wenn Bryan Danielson heute oder wie auch immer jetzt aufhören würde,
Ich glaube, es geht einfach nicht besser. Er hat hier wirklich sein Meisterwerk abgeliefert. Und MJF auch. Okay, er ist noch relativ jung, der hat noch unfassbar viel vor sich. Er hat ja auch noch nicht so viele Gehirnerschütterungen und noch nicht so viel sein Körper angetan wie ein Bryan Danielson. Deswegen sage ich ja, dass Danielson hier wirklich sein absolutes Meisterwerk geschaffen hat. Aber mal gucken, wie es dahin weitergeht. MJF gewinnt hier eher auch durch unlautere Mitteln. Und zwar in der Verlängerung. Also es gab quasi ein Unentschieden, 3-3. Und dann war nicht sicher, okay, geht es in Sudden Death oder nicht. Und dann wollte man MJF quasi mit so einer Sauerstoffmaske und so weiter, mit so einer Flasche wieder beatmen und zur Luft bringen und so weiter. Und dann kam Tony Khan, beziehungsweise hat es durchgegeben, dass jetzt unter Sudden Death Rules weitergemacht wird. Und deswegen war diese Flasche noch am Ring und diese hat er benutzt, um Daniel Bryan auf den Kopf zu hauen. Und hat den Crossface angesetzt, wo man dachte, dass Bryan Danielson sich noch befreien kann, und aber letztendlich gibt er dann auf. Grandioses Match, auch mit sehr, sehr viel Blut, was auch irgendwie tatsächlich ein Element in diesem Match war, was dem Match gut getan hat. Ja, da kann nämlich jetzt jeder irgendwie lynchen oder sonst was. Aber ich fand's gut, ich fand's sogar passend, auch wenn die im Texas Deathmatch schon gesuppt haben. Aber hier haben sie schon eigentlich noch ein bisschen mehr gesuppt. Ganz, ganz fantastisches Iron Man Match, gibt von mir 5 Sterne. Und jeder redet über dieses Match, über diesen Pay-Per-View. Und deswegen habe ich schon am Anfang gesagt, AEW hat mit diesem Pay-Per-View etwas geschafft, was sie in den letzten 3, 4, 5 Monaten nicht geschafft haben. Und zwar einen Hype zu kreieren. Einfach nur, weil dieser Event absolut delivered hat und sogar mehr als man dachte. Und deswegen bin ich so ein bisschen zerrissen, was die Wertung angeht. Ich würde gerne 4,5 Sterne geben. Aber einfach, weil es mir trotzdem noch ein Match zu viel gewesen ist, hätte man Wardlow oder Samoa Joe raushauen können oder das Tag Team Match. AEW hat nämlich ein Problem, dass sie immer in der Überlänge sind, dass sie 10 Matches haben oder 12 Matches. Hier waren es 8 Matches, aber weil man ein 60-minütiges Iron Man Match macht, hätte ich mir vorgestellt, okay, dann belasse doch bei 7 oder so oder bei 6, ist das auch völlig in Ordnung. Und wie gesagt, ein Match war mir noch zu viel des Guten. Und letztendlich die ganzen Videopackages, die gefehlt haben, einfach diese gesamte Präsentation, da muss AEW einfach noch ein bisschen mehr abliefern und vielleicht auch noch in andere Kulissen, andere Arenen, größere Arenen, das alles ein bisschen größer machen. Ich will ja jetzt nicht gleich eine WrestleMania von denen haben oder so oder Wrestle Kingdom, aber ihr wisst, was ich meine, da muss einfach von der Präsentation noch ein bisschen was gemacht werden. Was das In-Ring-Produkt angeht, was die Talente angeht, es geht nicht besser. Wenn es nur darum geht, dann würde ich hier locker 4,5 Sterne, komm, 4,5 Sterne ist absolut phänomenal. Es geht kaum besser. Ich gebe aber trotzdem erstmal nur 4 Sterne. Aber ich muss dazu sagen, es war wirklich einer der besten AEW Pay-Per-Views in der Geschichte. Und hätte ich diesen Pay-Per-View vielleicht auch vor einem Jahr oder 2 Jahren gesehen, hätte ich 4,5 gegeben. Wirklich. Aber weil AEW so tolle Pay-Per-Views generiert letztendlich und der ist wirklich auch einer on top, gebe ich hier erstmal nur 4 Sterne von möglichen 5. Ich würde ihm gerne 4,5 geben, aber wie gesagt, das Allgemeine, das Drumherum hat einfach noch so ein bisschen gefehlt. Aber das können Sie lernen, alles gut. Ich bin vollends zufrieden mit dem Pay-Per-View. Ja, genau. Wenn ihr ihn mittlerweile gesehen habt, wie hat er euch gefallen? Schreibt in den Kommentaren, gebt ein Like oder ein Abo, wie auch immer, aktiviert die Glocke. Das würde mich freuen. Passt auch oder würde mir auch helfen, was den Algorithmus angeht. Und damit bin ich auch eigentlich am Ende meiner Review und sage, macht's gut und wir sehen uns zum nächsten Mal. Bye, bye.